ja, schon schockierend irgendwie, ne? Als 16-Jährige, so, dann kommst du da rein und willst ihm einfach nur das Frühstück bringen und dann findest du ihn da tot vor. Das ist schon eine krasse, krasse Erfahrung gewesen. Johanna Klug ist erst 26 Jahre alt. Trotzdem beschäftigt sie sich beinahe täglich mit den Themen Sterben, Tod und Trauer. Sie arbeitet ehrenamtlich als Sterbebegleiterin und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität in Regensburg. An ihre erste Begegnung mit dem Tod kann sich Johanna noch ganz genau erinnern. Ich war dann einfach im Altenheim, habe da viel ehrenamtlich gearbeitet, habe mich da um die Leute gekümmert. Und das war eigentlich ja dann das erste Mal, dass ich so richtig damit konfrontiert wurde, weil ich jemanden gefunden habe, der gestorben ist. Und zwar sehr, sehr unschön. Ich war noch gar nicht so alt, aber er hatte einfach sehr, sehr krasse Erkrankung. Und der hatte anscheinend einen Schlaganfall oder sowas auf der Toilette gehabt in der Nacht und ist dann mit dem Kopf gegen die Wand. Und als ich dann in der Früh das Frühstück gebracht habe mit meinem Tablett, habe ich ihn dann da gefunden. Das war schon, ja, schon schockierend irgendwie, ne? Als 16-Jährige, so, dann kommst du da rein und willst ihm einfach nur das Frühstück bringen und dann findest du ihn da tot vor. Das ist schon eine krasse, krasse Erfahrung gewesen. Mit 20 Jahren fing Johanna an, sich auf einer Palliativstation zu engagieren. Seitdem arbeitet sie seit 6 Jahren ehrenamtlich als Sterbebegleiterin, sei es auf einer Palliativstation oder im Hospizverein. Durch ihre Arbeit trifft sie immer wieder auf neue Menschen und lernt deren Geschichten kennen. Diese Erfahrungen teilt sie auch online auf ihrem Blog Endlich Endlos. Das ganze Bild, so was irgendwie in der Gesellschaft über auch die Palliativstation oder über das Sterben, den Tod, so, das ist alles immer so schwer und so traurig, und ich finde schon, dass auf der Palliativstation einfach für mich auch sehr, dass das Leben irgendwie gelebt wird noch. Jeder Mensch, so, den trage ich so in mir irgendwie auch weiter ein Stück weit. Also es sind viele Begegnungen, die ich einfach, die ich nicht vergesse. So, ich schreibe da auch viel auf und so, nehme das irgendwie mit. Während ihrer Ausbildung als Hospizbegleiterin wird Johanna an Sarah vermittelt. Kurz vor ihrem 9. Geburtstag erhält Sarahs Familie nach jahrelangen Arztbesuchen die Diagnose NCL. NCL ist eine tödliche, genetisch bedingte Stoffwechselkrankheit, bei der die Nervenzellen absterben. Etwa 1 von 30.000 Kindern ist betroffen. Weil die Krankheit nur so selten vorkommt, hat man in der Forschung bisher noch kein Heilmittel gefunden. Vereinfacht wird diese Erkrankung Kinderdemenz genannt, denn es ist ein fortschreitender Degenerationsprozess, bei dem die Erkrankten immer mehr abbauen. Die Kinder verlieren nach und nach die Fähigkeit zu sehen, zu denken und zu sprechen. Und als ich Sarah kennengelernt habe, war sie schon komplett blind. Du hast einfach gemerkt, so, sie baut halt schon so motorisch und kognitiv auch einfach ab. Also so, die Sprache ist nicht mehr so klar gewesen und der Gang wird unsicherer und so. Und wie gesagt, so, sie hat sich komplett normal entwickelt und dann geht es halt einfach bergab, bis sie irgendwann nichts mehr machen kann. Johanna begleitet Sarah fast 2 Jahre lang. Als sie zuerst für ein Auslandssemester nach Südafrika geht und später eine Stelle an der Universität in Regensburg annimmt, müssen sich die beiden verabschieden. Abschied zu nehmen war in dem Fall schön und traurig, glaube ich, zugleich, weil die Familie mir sehr ins Herz gewachsen ist und es natürlich auch so eine Sache von Nähe und Distanz auch wieder ist. Ich glaube, es war einfach dann auch gut, dass ich den Ort gewechselt habe, so, und auch wusste, für Sarah kommt jetzt jemand anderes. Also sie ist jetzt nicht alleine, so, sie wird weiter begleitet. Es kommt auch jemand, der sich Zeit nimmt für sie und auf ganz individuell auf ihre Bedürfnisse auch eingeht, weil Sarah hat noch 3 Brüder und das ist einfach viel Rambazamba immer so im Haus. Während ihrer gemeinsamen Zeit hat das Mädchen Johanna wegen ihrer kurzen Haare Radieschenkopf getauft. Und immer, wenn ich aber wieder in Hamburg bin und sie besuche, dann ist sie so, oh, Radieschenkopf. So, das war immer ihr Spitzname. Und dann, und dann bin ich auch irgendwie so erleichtert immer so, dass ich weiß, so, sie erinnert sich noch an mich. Weil ich glaube, so meine größte Angst ist dann, und ich weiß, das wird irgendwann passieren, dass sie sich halt nicht mehr an mich erinnern wird und auch irgendwann nicht mehr an ihre Familie. Und es ist schon krass. Ja, es ist einfach dann auch schön zu wissen, so, dass ich für diese 2 Jahre irgendwie für sie da sein konnte und wir ganz viel erleben konnten und durften. Nicht zu viel zu planen, was die Zukunft betrifft. Auch diese Tatsache hat sie gelernt. Vieles passiert einfach, weil es so sein soll, sagt sie, wie ihre Stelle an der Uni. Als sie die Stellenausschreibung zu einem Studiengang über den Tod erfährt, ist sie direkt neugierig. Seit 2019 ist sie an der Universität Regensburg als wissenschaftliche Mitarbeiterin für den neuen Studiengang Perimortale Wissenschaften
und schreibt dort im Lehrstuhl ihre Doktorarbeit. Wir beleuchten das Thema aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven, sei es jetzt irgendwie palliativmedizinische, ethische, soziologische, philosophische, zum Beispiel auch der Tod in Kunst und Medien oder so. Also wir versuchen da wirklich so eine breite Bandbreite zu geben und abzudecken. Und eigentlich richtet sich an das an all diejenigen, die interessiert sind. Also wir machen da keine Beschränkungen. Im Wintersemester 2020-2021 ist der erste Jahrgang des Masterstudiengangs mit 41 Studierenden gestartet. Die Regelstudienzeit beträgt 4 Semester, bei dem auch ein Praxissemester eingeplant ist. Das können die Studierenden in all den Bereichen absolvieren, in denen das Thema Sterben, Tod und Trauer eingeschlossen ist. Ich finde es einfach wichtig, weil der Tod nicht theoretisch ist. Und wir müssen da in die Praxis und wir müssen auch diese beiden Dinge so verbinden, weil erst auch das Wissen darum macht das auch irgendwie ein bisschen verständlicher. Und wenn man dann noch in der Praxis das auch noch irgendwie nachvollziehen kann, dann wird das irgendwie greifbarer. Bei der Sterbehilfedebatte hat Johanna auch eine ganz persönliche Meinung. Meine Meinung ist, dass es mein Leben ist, mein Sterben und mein Tod und dass ich ganz frei darüber entscheiden sollte, wie ich leben will und wie ich sterben will.